Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute Myst Survival als kleines neues Let's Play. Ich bin mal gespannt, wie weit ich dementsprechend kommen werde. Ein relativ schweres Survival-Game. Ich bin nicht wirklich informiert darüber, das heißt, ich lasse mich tatsächlich überraschen, was alles auf mich zukommt, wie wir das ganze Spiel spielen. Ich weiß grob, worum es geht. Es gibt einen Nebel, wo dann Zombies kommen, vor dem man sich verstecken sollte auf jeden Fall. Man muss ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang, was man tut. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns in Myst Survival schlagen werden. Und damit fangen wir dann auch gleich mal an, machen ein neues Game. Und ich bin sehr gespannt und ich hoffe ja auch. Und mal gucken, wie viele Folgen es werden. Und wie lange wir überleben werden. So, drei. Okay, vor 3 Jahren sind relativ viele Leute gestorben an einem Virus, könnte man sagen, oder durch mysteriöse Umstände. Und ja, wir gehören zu einer kleinen Gruppe, die tatsächlich immun gegen diesen Nebel sind. Und wir waren in einem Camp und es sind dann jetzt getrennt worden. Gut, wir haben hier erstmal ein kleines Tutorial mit gut Food, Stamina ist klar, Sheltered. Es gibt sowas wie ein Haussystem, es gibt auch NPCs. Das hier ist der Nebel-Mist-Event. Aber das werden wir alles, oder ich werde es dann dementsprechend alles erklären, wenn es so weit passiert. Mit gerade so, tatsächlich so Schmelzen und sowas habe ich gar nicht beschäftigt im Vorhinein. Ich weiß ungefähr, wie gesagt, um was es geht im Nebel, aber das war es auch schon. Und ja, wir sind jetzt hier gespawnt. Es gibt verschiedene Spawnpunkte auf der Karte, das weiß ich. Das ist jetzt einer, das sind, glaube ich, zufällig jeweils, wo wir spawnen. Und ja, das ist jetzt hier unser kleines Camp, was wir jetzt erstmal haben. Hier liegt schon mal eine Säge. Das ist schon mal sehr gut. Game ist nur auf Englisch verfügbar momentan. Es gibt die Option, ich kann es mal ganz kurz zeigen, bei Optionen, ja, die Sprache zu wechseln, aber ja, noch nicht. Es ist immer noch in der Early Access Phase, das Ganze. Und ja, es wird von einem einzigen Programmierer, ich weiß nicht, ob das nach wie vor der Stand ist, das war zumindest der Stand vor 1, 2 Jahren, hat das ein einziger Programmierer hier aus dem Boden gestampft. Dafür ist es wirklich sehr, sehr geil gemacht, auch grafisch finde ich es ganz cool. Und ja, der bringt aber regelmäßig Updates raus und es gibt tatsächlich mittlerweile eine recht große Karte auch und alles. So, Sheltered Command. So, hier können wir schon mal dementsprechend uns, ja tatsächlich, das wäre so unser momentaner Respawn-Bereich, wo wir dann respawnen werden, wenn wir tot sind. Das ist unsere kleine Hütte erstmal. So, man kann so gut wie alles aufsammeln in dieser Welt. Auch, na gut, den Stein jetzt nicht. Man kann Steine aufsammeln, man kann nachher Bäume fällen, wir können die Autos zerlegen und so weiter und so fort. Federn aufsammeln, die brauchen wir tatsächlich, also sind relativ wichtig tatsächlich. Aufgrund dessen, dass wir natürlich mit Pfeil und Bogen erstmal uns durch die Gegend kämpfen werden. So, einen Rucksack, wir haben einen, also das hier ist unser Status. Wir haben unter I, haben wir unser Inventar. Wir kriegen jetzt gleich 2 Plätze dazu, das weiß ich schon. Wenn wir nämlich den Rucksack aufheben, haben wir 2 weitere Slots dazu bekommen. Und somit können wir unser Inventar dann dementsprechend upgraden. Was ganz wichtig ist tatsächlich, weil wir haben viel. Es gibt ein Crafting-Menü. Oder es gibt mehrere Crafting-Menüs. Damit werden wir uns aber auch noch alles beschäftigen. Also wir werden das Spiel, ich muss es lernen, ihr müsst es lernen. Und wir werden das alles gemeinsam hinkriegen. Ach, guck mal, hier ist schon einiges drin. Loot all. Hier haben wir schon mal ein bisschen was zu essen. Sehr schön, eine Cola. Animal Oil, great for fuel fire. Ah, okay. Und wir haben tatsächlich auch dann schon was, um Feuer zu machen. Sehr schön. Autos gibt es dann später auch noch. Mit denen wir dann fahren können. Das hier jetzt beispielsweise ist nicht fahrbereit. Und man könnte hier Benzin abzapfen unter anderem. Man braucht dann Motor, Reifen und so weiter. Und kann sich dann tatsächlich fahrbereite Autos auch machen. Und kann dann hier durch die Welt fahren. Was auch ganz cool ist. So, wir sammeln jetzt erstmal Stöckchen, Steinchen. Und dann gucken wir mal, was wir so craften können. Und ja, ich kenne mich tatsächlich also in der Welt-Map gar nicht aus. Das heißt, ja. Das hier ist eine. Da scheint schon mal ein Gebäude zu sein, glaube ich, vor uns. Ja, wir laufen einfach mal in Richtung eines Gebäudes. Man muss ein bisschen aufpassen, in den Gebäuden sind auch diese Zombies, Untote, was auch immer. Kreaturen. Und ja, die sind leider, wenn wir. Also wir haben nichts im Moment. Wenn wir hier und das. Oh, Skills. Oh Gott, das gibt mittlerweile ein Skillsystem, okay. Key Items, Gear. Oh, wir haben tatsächlich eine Tasche. Oh, wir haben eine Taschenlampe, wir haben einen Kompass und wir haben ein Feuerzeug tatsächlich. Okay. Craft to unlock Kompass. Haben wir nicht, okay. Equipment. Ja. Ja. Keine Ahnung, wieso wir ausgezogen nackt irgendwo im Wald schlafen. Aber gut. Wie bin ich das zu hinterfragen? So, Harvest. Mittlerweile kann man auch Zeug anbauen, man kann auch Tiere züchten. Ich weiß von Hühnern auf jeden Fall. Weiß nicht, was es da mittlerweile gibt. Es gibt auch Bären, die wir meiden sollten.
Weil mit denen möchte ich mich tatsächlich erstmal nicht anlegen. Sind wir denn hier gelandet? Das ist auf jeden Fall schon mal ein Gebäude. Das sieht für mich hier eigentlich wie eine Straße aus. Ah, das auch. Okay, bin ich mal gespannt. Das ist ein sehr großes Gebäude auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Können wir eigentlich schon irgendwas zur Verteidigung craften? Wir können einen Stock können wir craften. Yay. So, das kostet alles Zeit. Wir haben eine Zeit, also wir haben 8.31 Uhr. Wenn wir das jetzt craften würden, wären 2 Minuten davon weg. Das ist immer, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt beispielsweise irgendwas craften, was 3-4 Stunden dauert und dann der Nebel kommt, sitzt man mitten im Nebel. Im Nebel sollte man sich in einem Gebäude verstecken und nach Möglichkeit so leise wie möglich sein. Der Nebel, das Nebel-Event dauert tatsächlich auch recht lange. Also müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil ich muss euch dann irgendwie unterhalten, während wir blöd im Gebäude festsitzen. Das schon mal. Oh. Okay, da können wir schon mal nicht rein. Da haben wir es ja schon gesehen. Die haben mich Gott sei Dank gerade nicht gesehen. Das sind die Kreaturen, mit denen wir uns erstmal nicht anlegen können, weil wir nichts haben zur Verteidigung und einfach nur draufgehen würden. Jämmerlich. Die können sich nicht im Tageslicht aufhalten. Bedeutet, nachts um den Nebel kommen sie raus. Allerdings, tagsüber würden die würden jetzt hier rauslaufen, würden mich angreifen. Die bekommen aber dadurch... Bin weit genug weg, hoffentlich, ja. Die bekommen dadurch allerdings Schaden und sterben tatsächlich irgendwann an Tageslicht. Also, da haben wir einen kleinen Vorteil. So, hier liegt noch Rotz rum. Den können wir mitten sammeln. Components! Na, sehr schön. So, hier ist hoffentlich keiner. Ich soll jetzt auch eigentlich nicht so laut sein. Also, die reagieren tatsächlich auf Geräusche natürlich. Das heißt, wir sollen jetzt hier schon gucken, dass wir irgendwie leise sind. Nicht, dass die doch rausgestürmt kommen. Gegen einen hätte ich auch keine Chance. Gegen zwei schon mal 10-mal nicht. Duct Tape! Es gibt nichts Geileres in einem Survival-Game wie Duct Tape. Ist so. Oh. Hab ich gehört? Ich hoffe nicht. Okay, leider Duct Tape war Komponenten zum Bauen. Man kann später dann auch Werkbänke bauen, anderes Zeug bauen, Autos wie gesagt und so weiter und so fort. Es ist sehr komplex, das Spiel. Bin auch mal sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde. So als kompletter Noob letztendlich. Wobei ich bin natürlich Survival Games ein bisschen erfahrener, aber haben wir das hier noch nicht. Was ist das? Ah, SRG ist schon mal hinsetzen. So, hier kann man mal reingucken in die Autos, da können zum Kürzen Batterien mit sein. Klar, so eine Autobatterie wiegt leider eine ganze Menge, bedeutet, wir eine mitschleppen wäre jetzt eher doof. Guck mal hier, Komponenten und Painkiller. Das sollte für Heilung sein, nehme ich an. Ah, und Fieber. Oh, Fieber auch, okay. Guck mal, hier war schon irgendeiner. Hat leider nur noch leere Dosen da gelassen. Ja, ich würde jetzt erstmal Autos looten, würde ein bisschen durch die Gegend gucken. Gebäude suchen, wo nicht besetzt sind, also wo wir tatsächlich dann auch rein... Okay, wir können nicht alle Autos aufmachen. Wo wir dann tatsächlich auch rein können. Das sind Deko-Autos. Och, guck mal an. Handschuh und Metal Scrap. Das brauchen wir auch. Und Cola. So, ein Handschuh können wir eigentlich gleich mal anziehen. Equipment. Achso, nee, wir sind im Blutfenster, da geht das nicht. Hier. Los. Wir haben Handschuhe an. Ja, sieht man auch tatsächlich, wenn wir schlagen. Bin mal sehr gespannt. Gibt immer so Survival-Games, vor allem, ich glaube, so wurde es mir zumindest gesagt, dass es hier mit der Nahrung nicht so krass ist. Also, das ist schon ein neues Gebäude. Dass mit der Nahrung nicht so krass ist wie in anderen Survival-Games, wo du ein Reh tötest, das komplette Reh isst und danach immer noch hungrig bist. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen anders tatsächlich. Man muss aufpassen, es gibt übrigens auch hier Banditen, also NPCs, die auf einen schießen. Es gibt auch Sniper, die mich sofort killen würden, wenn ich hier nackt rumrenne. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Also es ist tatsächlich, es ist voller Gefahren, das Game. Und man muss ein bisschen aufpassen. Guck mal, das ist ein Gebäude, was man einnehmen kann. Wir können auch verschiedene Gebäude einnehmen, man kann aber auch mittlerweile Gebäude bauen, tatsächlich, komplette Gebäude. Und wir können aber auch Gebäude einnehmen, müssen gucken, dass da keiner von denen drin ist. Da auch nicht, oder? Ne, da kommen wir gar nicht hin. Ah, das ist schon mal ein Gebäude, was wir einnehmen können. Hast du da oben gerade was bewegt in dem Jagdstand? Ich würde mal Jagdstand oder sowas tippen. Hast? Ist da was drin? Nee. Eine Axt. Yay! Wir haben eine Axt. Sehr schön. Das ist wirklich, das ist schon mal richtig, richtig gut übrigens. Aufgrund dessen, dass wir einfach jetzt schon mal was zur Verteidigung haben. Und man braucht eine Axt, um Feuer zu machen beispielsweise auch. Das ist schon mal richtig gut. Und wir können jetzt hier... Open Shell Command Mode, du managest... Genau.
Das können wir jetzt dementsprechend einnehmen. Make this your active base. So, wir nehmen das mal zu unserer momentanen Basis. Das heißt, wir würden hier respawnen. Wir hätten jetzt zumindest schon mal eine Hütte mit allerdings 4 Fenstern, was eher ungünstig ist. Man kann allerdings die Fenster auch, glaube ich, verbarrikadieren und so weiter. Müsste selber nochmal gucken. Back to change space by pressing... Aus dem Shelter, Base Shelter. Ah, okay. Room Selection. Kann man hier nicht machen. Also es gibt dann auch verschiedene Größen von dem ganzen Zeug und so weiter und so fort. Bin jetzt mal gespannt. Kam hier auf der 1. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal. Wir haben jetzt zumindest schon mal eine Axt. Okay, ich würde mich aber nicht so ungern niederlassen, weil mir das Hütchen einfach zu klein ist. Man kann auch Fenster noch verbarrikadieren. Ich weiß es leider allerdings nicht wie. Aber das kriegen wir noch alles raus. Aber wir haben eine Axt. Ich hätte jetzt zumindest auch tatsächlich schon mal zumindest die grundlegende Chance, mich zu verteidigen. Gegen irgendwas. Ah, guck mal, hier ist schon ein Bärenschild. Das ist eher ungünstig. Die Frage, gehen wir da hoch oder gehen wir erstmal in der Richtung? Ich glaube, wir gehen erstmal in der Richtung weiter. Sowas wie eine Karte gibt's nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Heißt, ja. Ich muss die Hütte wiederfinden. Alleine. Bei meinem Orientierungssinn nicht das Einfachste. Tatsächlich. Oh, wir sind... Ah ja, wir haben Inventar voll. Okay. Wir müssten was bauen, tatsächlich. Eine Kiste oder sowas wäre zumindest schon mal ganz geil. Denn wir haben einfach keinen Platz für nichts. Dogtag. Chicken Feed. Ah, cool. Molotov Cocktail. Können wir mal kurz gucken hier im Baumenü. Ein Lagerfeuer könnte man bauen. Brauchen wir auf jeden Fall. Basic Fire. Man braucht ein Bett für die Nacht, damit man die Nacht überschlafen kann. Danach können wir nämlich die Nacht einfach verschlafen auch. Hier können wir beispielsweise auch also so hier verschiedene Hütten bauen, tatsächlich auch. Zäune, Barrikaden, Hühnerstall, Licht gibt es mittlerweile, okay, ein Bett, Wood Components und ein Laken bräuchten wir. Können wir nicht auch irgendwie... Können wir darin schlafen? Gibt es nicht auch sowas wie einen Schlafsack? Ich hätte gerne einen Schlafsack. Einfach nur. Würde mir reichen. Basic Fire. Okay, Campfires, Steine und Holz. Cooking Pot, Drying Rack. Wasser ist ganz wichtig. Also, ist sehr wichtig, dass man halt eine Versorgung letztendlich hat. Können wir hier einen Schlafsack craften oder sowas? Ein Seil? Soil Sack, Sleeping Bag. Okay, brauchen wir auch 10 Racks, 6 Federn und... Nähset. Wo kriegen wir das denn her? Okay. Okay, da wir die Axt haben, finde ich es so, glaube ich... Wir machen jetzt erstmal ein Lagerfeuer. Ich hätte gerne eine Kiste, aber so eine Kiste oder sowas habe ich jetzt nicht gefunden, oder? Ein Speer. Hard Stick, aber wir bräuchten ein Messer dafür, was wir noch nicht haben. Haben wir irgendwie eine Kiste oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Werkbänke? Ja, alles schön und gut, aber ich bräuchte eine Kiste oder sowas. Hm. Das wird uns noch vor eine Herausforderung stellen. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Kiste leider nicht auffindbar. So, wir haben eine relativ lange Ausdauer tatsächlich, was ganz geil ist. Allerdings sollte man ein bisschen Ausdauer immer übrig haben. Sollte ich doch irgendwo einen Bären finden. So, Blätter. Ich finde es gemein, dass der Schlafsack tatsächlich sehr hohe Anforderungen hat. Pipi allein im Wald. Boah, ich hoffe, ich finde die Hütte dann am Ende wieder. Also es ist zumindest schon mal... Die Hütte ist zumindest schon mal besser wie draußen schlafen. Wir müssen irgendwann schlafen. Mit den Zombies... Ganz ehrlich, ich habe keine Rüstung. Ich habe zwar jetzt eine Axt, aber keine Ahnung, ich möchte mich mit den Zombies nicht anlegen. Ich weiß nicht, wie schnell ich so einen Tod kriege. Da zählen, da sind zwei drin. Also ich glaube, die, das lassen wir tatsächlich erstmal. Und kämpfen nur, wenn es tatsächlich nötig sein sollte. So, hier hinten war mein Lager. Guck mal, da vorne brennt... Oh, da brennt Licht, oder? Da brennt eine Tonne. Glaube ich. Das ist meistens kein gutes Zeichen, wenn da Feuer brennt. Bedeutet nämlich, dass da NPCs sind.
die mir ans Leder wollen. Oh, was ist das hier? Blätter kann man auch mitnehmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das kostet uns halt alles Inventarplätze. Ja. Sind eh schon Inventar schon voll. 8 Steine, Blätter, Feder, eine Säge, Painkiller. Ich würde ungern was wegschmeißen tatsächlich. Ah, guck mal, hier ist ein Auto, was man dann später flott machen kann. Eine Hütte. Oh, ein Hammer. Nett. Nett, ein Hammer haben wir hier schon mal. Sehr schön. Holzfällerlager. Oh, guck mal eine an, eine Schmiede. Blueberry. Hier das auch schon mal. Ah, guck mal eine an hier. Okay, wir könnten Metall-Components können wir erstellen. Ein Messer können wir erstellen. 16 Minuten, wir bräuchten Metal Scrap. Eine Machete wäre genial. Oder dafür brauchen wir eine Axt. Hammer Gott sei Dank schon. Pickaxe, Hammer. Hammer da schon liegen. Cool, Schaufeln gibt es mittlerweile auch. Und Munition können wir sogar herstellen. Das ist eine Schmelze. Hier können wir tatsächlich Metall dann einschmelzen zu Barren. Hier liegen noch Barren. Wieso kann ich die nicht in der Aufnahme sammeln? Uhu! Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal gar nicht schlecht, wo wir hier sind. Wir haben jetzt nur das Problem, dass ich, das Inventar voll habe. Mit Dingen, die ich nicht wegschmeißen möchte. Ich weiß es nicht, wir können mal gucken, kann man da ins Auto was reinlegen? Nee, das nicht, oder? Ich weiß nicht, wie es mit Gegenständen verschwinden aussieht. Also, das hier wäre ein Auto, was man dann auch benutzen kann. Man muss voll tanken, man muss Reifen dran klemmen und so weiter und so fort. Cool wäre tatsächlich, wenn wir irgendwie ein Haus hätten mit einem, mit einer Kiste, Truhe, irgendwas. Das ist Holzfällerlager. Oder dieses Fabrikgebäude-Ding. Das wäre nicht schlecht, wenn wir sowas hätten. Mal gucken, wir ziehen erstmal weiter. Wobei, wir kommen eh wieder hin. Ich bräuchte irgendwas. Wir gucken mal nach da. Da hinten sind die zwei Zombies drin, das können wir lassen. Ja, wobei, wir gucken erstmal nach da oben. Das sieht mir tatsächlich. Ich hoffe, NPCs sollte man sehen, die laufen dann einfach hier so durch die Gegend. Die dürfen mich nur nicht sehen. Sieht aber eher unbewohnt aus, tatsächlich. Und vielleicht haben wir da die Hoffnung, sonst würde ich es tatsächlich in den Wagen einfach reinlegen. Guck mal hier, Components, Antibiotika. Ah, okay. Schade, sind schon voll. Okay, jetzt liegen die hier auf dem Boden. Ich wollte irgendwas, wo ich mein Zeug reinlagern kann. Ich weiß nicht, ob es despawnt, wenn wir es einfach hinschmeißen, könnte sein. Da ist ein Schrank auf jeden Fall drin. Mal hören. Hören. Okay. Oh, Schuhe. Muss so. Ah! Woo! Okay. Ach, guck mal, hätten wir es auch in die Hand nehmen können eigentlich? Ah, guck mal, wir können. Ah! Okay, das ist natürlich geil. Beef Can! Sehr cool. M to move. Oh, cool, wir können das sogar bewegen. Okay, ich würde tatsächlich hier dann erstmal mein Zeug lagern. Ach, guck mal, ein Hemd. Geil. Okay. Schubladen und so weiter. Ein Nasset hätten wir schon mal. Bräuchten ein zweites. Da ist nichts drin. Schlafsack können wir uns herstellen tatsächlich. Bräuchten wir nur noch Federn. Ja komm, wir packen es mal hier in den Schrank rein. Und zwar packen wir hier mal rein das hier, das hier, das hier. Die Components sind voll. Die Steine sind voll. Wir bleiben erstmal hier tatsächlich. Die Streichhölzer packen wir hier mal rein. Das packen wir hier mal rein. Stöcke, Blätter, das stackt alles noch. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Zusätzlich ziehen wir uns mal natürlich an. Hallo? Anziehen. Halt, das nicht. Hä? Okay. West Armor. Nee. Jacke. Torso. 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 Geht doch. Ein Hemd. Und da standen Schuhe. Equipment, Schuhe. Walk Speed increase 5%. Oh, yes. Sehr schön. 10%, 5% schneller laufen. So geht denn das nicht? Ich glaube, ich bin zu doof, das da hinzuziehen, oder? Ah, okay. Jetzt will's. Cola-Dose. Wie sieht's eigentlich aus? Durst und Dings geht eigentlich noch alles.
Die können wir auch mal wegpacken. So, das ist doch schon mal geil. Unter anderem brennt hier ein Feuer, was auch ganz nett ist. So, die können wir... Ah, komm, wir looten hier auch schon mal alles. Alles looten. Da ist noch ein Sticky. Hier können wir sogar ein Feuer machen. Das zählt ja nur nicht als, als Hütte, also als Basis, leider. Aber nicht tief gebuddelt. Da möchte ich nicht drauf gehen auf den Pott. Ah, da oben ist schon wieder was. Also die Welt ist tatsächlich relativ gespickt mit viel Zeug auf jeden Fall. Wir bräuchten Federn. Problem ist, finde mal Federn in dem Wald. Ich weiß nicht, ob man später dann noch irgendwie Vögel jagen kann. Liegen zwar Dosen und alles. Da ist ein Blatt. Blätter finde ich recht viele. Aber Federn sieht es eher schlecht aus. Was hier? Steine. So, hier haben wir die Components hingeschmissen. Antibiotika looten wir logischerweise auch. Wir können bei einem Auto, das ist ein schöner Trick, das habe ich glaube ich bei The Long Dark auch so gemacht. Oh, ein super Spiel tatsächlich. Kann sich gerne mal angucken. Gibt es mehrere Let's Plays mittlerweile auf meinem Kanal. Habe ich so gemacht, dass ich meine Koffer um euch offen gelassen habe. Das heißt, hier bei durchsuchten Autos. Machen wir die Türen auf. Dann durchsuchen wir die Autos 200 Mal. Das ist nichts. Okay. Okay. Halt. So, ah, Moment, wir können mal das. Na. An, wir sehen das ein bisschen strange. So, wir bräuchten Federn, Komponenten, Steine, ein Hardstick. Okay. Und das hier. Müssen das alles nur wiederfinden dann. Aber wir haben jetzt erstmal hier schon mal ein bisschen was gefunden. Ist hier noch irgendwas Brauchbares dabei? Können wir sowas eigentlich. Okay, das können wir zumindest nicht zerstören. Da oben war doch eine Hütte, oder? Ah, hätte ich gerade noch eine Hütte gesehen? Ah, da oben war es, oder? Ja. Oh, auch geil. Hier ist ein See. Okay. Hier wäre es tatsächlich echt schön, wenn wir sie niederlassen könnten. Ich will allerdings, eigentlich würde ich gerne ein Gebäude einnehmen und kein Gebäude selber craften. Weil selber craften ist tatsächlich, das können wir irgendwann mal machen. Aber nicht am Anfang eher ungut. Können wir mal gucken, wir haben 10 oder 36, wir haben noch relativ viel Zeit auch. Hier könnte man Wasser abschöpfen und könnte dann hier mit unserer Wasserquelle sicherstellen. Wir gehen mal nach da oben und gucken, was da ist. Gehen wir erstmal nach da hinten. Na komm, wir gucken mal nach da oben. Allerdings müssen wir, wie gesagt, halt aufpassen. Sehr schön. Federn. Federn bräuchte man noch ein paar. Das heißt, auf so einer Straße findest du aber die Federn. Also man sieht zumindest die Federn. Besser wie im Gras. Und, ja, da ist ein Auto. Oh, das ist, scheint eine Hauptstraße zu sein. Es gibt wohl auch sowas wie Städte, tatsächlich, die man dann komplett looten kann. Sowas ist natürlich auch geil. Die Karte ist jetzt immer die gleiche, also es ist keine, es gibt jetzt nicht irgendwie random generierte Welten, sondern es ist immer die gleiche Karte. Dadurch, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Das ist für mich zumindest jetzt alles neu, aber wenn man schon ein paar Mal gespielt hat, weiß man natürlich ganz genau, ah, da ist er gerade. Da ist er gerade. Oh, Motel. Cool. Kiste. Mit da hoch? Also nicht. Kann ich mich irgendwie... Wir können springen. Was keine Selbstverständlichkeit ist. Mit da hoch? Ein bisschen aufpassen. Mit... Oh. Ist das ein Elefant? Das ist ein Bär, oder? Nee, das ist das ein Wolf? Es ist groß. Das ist ein Bär, glaube ich. Okay, da ist ein Bär. Das ist schon mal kacke. Okay, wir haben ein Hotel. Wir haben Laken, glaube ich, noch gebraucht, oder? Für den Schlafsack. Alter, ist er doch. 10-mal Laken, 3-mal Federn noch. Okay. Also Menschen haben wir noch keine gesehen, aber einen Bären bereits. Und den einen oder anderen... Ich nenne es mal Untote. Oh. Machen die Türen auf? Ist oben oder unten? Oh. Hi. Ich glaube, die können keine Türen öffnen. Oh, Müsli-Riegel und Komponenten. Sehr schön.
Nähzeug, eine Zigarette. Was können wir damit anfangen? Zigarette. Okay. Können wir das equippen? Nee. Ah, diesmal hat das zumindest nicht fallen gelassen. Okay, wir. Achso, wir haben die Schrotflinte eingesetzt. Ich habe die Schrotflinte ignoriert. Auch gut. Aber wir haben keine Munition. War mir eigentlich schon klar. Aber ich habe die Schrotflinte komplett ignoriert, tatsächlich, dass ich eine Schrotflinte gefunden habe. Aber wir brauchen erstmal Munition dafür. Da ist keiner drin, oder? Okay, Gott sei Dank. So, hier haben wir Flaschen. Moment. Man muss jede Schublade tatsächlich einzeln durchsuchen. Was ist das hier? Tomatensoße. Ja, holla. Oh, Komponenten. Metallschrott, sehr gut. Ich würde mir erzählen, eine Batterie, okay. Lassen wir jetzt erstmal. Also, wir haben halt keinen Platz. Was willst du machen? Ich würde jetzt nur das mitnehmen, was tatsächlich sinnvoll wäre. Wir könnten die hier mal trinken, auf jeden Fall. Sehr schön. So, ein Axarmi, um Zeug zu zerlegen. Die Türen, also, das sind Räume, in die wir nicht reinkommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Bär, der läuft durch die Map. Bei der Tanke, okay, da interessiert er mich gerade zumindest jetzt nicht. Wir müssen mal gucken, welche Gebäude wir hier noch alle aufkriegen. Da ist nichts drin. Können wir mal erst reinschielen. Okay, ist hier einer? Nee. 9mm Patronen. Hilft mir allerdings bei einer Schrotflinte herzlich wenig, tatsächlich. Wir lassen mal den Stein da, nehmen dafür die 9mm mit. Hilft jetzt leider bei einer Schrotflinte eher nicht. Hm. Na, okay. Und noch zwei Plätze. Ja, das hilft uns. Das Problem ist, wenn ich kann jetzt hier looten, eigentlich wie ich möchte. Das Problem ist, ich kann das Zeug nirgends hinbringen, gerade. Au. Die braucht man. Ich kann das Zeug halt momentan. Wir lassen mal die Blätter da. Ich kann das Zeug halt nirgends hinlegen im Moment. Batterie lassen wir auch wieder hier. Und wir werden hier eh noch ein paar Mal vorbeikommen. Tatsächlich geht es mir jetzt eigentlich gerade Nahrung. Werden wir auch mal da lassen müssen. Mir geht es eigentlich gerade nur um die Laken tatsächlich. Kann ich das Becher zerstören? Nee. Hier? Auch nicht. Gut, ich kann gar nichts zerstören. Ich will eigentlich nur Laken. Und so ein Hotel bietet sich halt für Laken tatsächlich sehr an. Da auch was drin. Ne, ist tatsächlich nur das eine Zimmer. Kohle. Okay. Bretter. Kohle. Kohle. Bretter. Was haben die hier veranstaltet im Raum? Frage ist, will ich es wissen oder will ich es nicht wissen? Gibt es hier oben? Ah, da oben gibt es auch noch einen Raum. Ich bräuchte eigentlich nur Laken. Da ist auch nichts drin. Okay, das ist der gleiche Raum wie unten. Ja, Hallöchen. Ah, okay. Wir brauchen... okay. Entweder Code oder Batterie und Schraubenschlüssel. Haben wir nicht. Okay. Okay. Laken. Sehr schön. Wir brauchen 10 Stück. Okay, 4. Nix. 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 Können wir ganz kurz nachprüfen, aber ich glaube nicht, dass ich, ja, 0 von 0, glaube nicht, dass ich 9mm Patronen in eine Shotgun laden könnte. Mit ein bisschen Quetschen vielleicht. Ein Kofferchen. Oh, Nase. Crowbar. Ja, Hallöchen. Und ein Koffer. Hm. Ich den da raus? Okay, können wir doch. Können wir. Place Item. Können wir. Yeah! Taschenplätze! Okay, sehr schön. Wir können den Koffer mitnehmen. Mal hilft aber alles nichts. Wir bräuchten. Das Kohle, oder? Nee, gar nichts. Laken. 7. Nähzeug. Oh, Nähzeug stackt sehr schön. Ja, Schokoriegel steckt leider nicht. Schade. Wenn man Left Hand irgendwas... Nee, Left Hand... Okay, wir sind nicht Linkshänder auf jeden Fall. Move. Okay. Moment. Move. Main Hand?
Cancel. Rotate. Ah, Q und R. Hier, wir dürfen nirgends hängen bleiben damit. Kann ich die... Ah, ja. Okay. Also mein Plan ist es, den Koffer voll zu machen tatsächlich. Was der Bär hier nicht ist. Den Koffer voll zu stopfen mit Items. Wir können oben nochmal gucken. Gottes Willen. Okay. Gar nicht so einfach. Den Koffer voll zu stopfen mit Items. Oh, ein R, wieso nicht E? Und den dann mitzutragen einfach. So, gibt es hier oben Räume, die wir öffnen können? Naja. Ja, wieso? Das ist natürlich doof. Oh, sehr schön. 8 Stück. Waren es 10 oder waren es 8, die wir brauchen? 10. Und Federn fehlen uns danach noch. Komponenten. Okay. Ein Hammer, sehr schön. Den würde ich auf jeden Fall gleich mitnehmen. Eine Flasche. Wo ist mein Koffer? Wir müssen mal schnell meinen Koffer voll machen. Okay. Flaschen rein, Zigarette rein. Zweimal. Ist die Frage, sind das zwei zweimal Magazine voll oder zweimal Patrone? Ich habe die Befürchtung, zweimal Patrone wahrscheinlich. Okay, Hammer. Dann hätten wir hier wieder einen Hammer. So, Rest haben wir alles durchsucht. Jo. Da ist auch nichts. Vielleicht immer erstmal noch ins Bad reinschielen. Oh, sehr schön. Scrap Metal. Leer, leer. Cola. No, 9 Lagen. Okay, 8 ist die maximale. Komm, 1 noch. Ein Laken brauchen wir noch. Ein Laken. Das werden wir auch noch finden. Oh, neue Handschuhe. Lederhandschuhe. Bingo. Wir haben alle Laken, die wir brauchen. Und nochmal Banzer Dave. Wir haben alle Laken. Sehr schön. Ne, das ist ja keine Schublade. Schade. Okay, die äußeren beiden sind eher schlecht tatsächlich. Was ist das hier? Matches. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Wo ist mein Köfferchen? Da ist mein Köfferchen. Wo ist der Bär? Ich hoffe, weg. Okay, wir haben die Laken, wir haben Cola, wir haben Hammer, wir haben Handschuhe, wir haben Panzertape. So, wir looten jetzt da oben nochmal. Die Frage ist, wo wir dann das Zeug hintragen tatsächlich. Das ist die Frage, die sich mir stellt. Okay. Pickup Shirt. Ein weiteres Shirt hätten wir hier tatsächlich. Ist das hier? Zuge. Normalerweise so, um Alkohol draus zu machen. Scrap Metal, sehr schön. Laken, sehr schön. Painkiller. Das ist die Frage, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Was ist das hier? Bandage. Na, die nehmen wir doch gerne mit. Ciao, Flasche. Hallo, das. Okay, und die sind zumindest in der... Ah, da hinten ist... Okay, der Bär ist noch da hinten. Die sind zumindest nicht in der Lage, das aufzumachen. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Ja, wir gehen da hinten raus. So weit weg vom Bären, wie es nur geht. Die Straße hier ist halt interessant, weil das scheint die Hauptstraße zu sein. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, looten. Ich hätte einfach gerne Hütte. Und zwar, ich weiß, es gibt Häuser, die größer sind. Hier schon mal ein C, das ist schon mal richtig geil. Also wenn wir hier in der Nähe irgendwo halt eine etwas... Eine kleine, von mir aus auch so eine kleine Hütte finden, für den Anfang. Dann ziehe ich notfalls irgendwann um. Aber wir müssen jetzt, wir machen uns jetzt mal auf die Suche im Wald eher nach Federn. Wir tragen jetzt mal den Koffer dahin, wo wir waren. Ich sollte nicht dauernd durchsprinten übrigens. Ich glaube, das kostet mich auch Nahrung. Ach komm, Stamina haben wir allerdings noch ganz viel. Kostet mich aber, glaube ich, tatsächlich auch Nahrung, wenn ich sprinte. Und wir tragen jetzt erstmal den Koffer hier rein. Und würden notfalls erstmal tatsächlich die Nacht hier verbringen. Wenn es gar nicht anders da geht. Wieso ist die Tür hier wieder zu? Ich glaube, das geht automatisch, oder? Wenn wir aus dem Gebiet rauslaufen. Mein Zeug müsste ja noch hier sein, oder? Ja. Okay, die Spawn tut nichts. Koffer lassen wir auch mal hier stehen. Wir müssen nochmal Zeug ablegen auf jeden Fall.
Und wir hätten zumindest jetzt schon mal die Möglichkeit zu bauen, tatsächlich. Auch an der Schmiede könnten wir uns halt jetzt dann tatsächlich schon das Ding bauen. Also wir wären in der Lage... Die Bandage können wir eigentlich mal da lassen. Wir wären in der Lage, uns ein Messer zu bauen, tatsächlich. Was auch, glaube ich, gar nicht verkehrt ist. Aber ich würde jetzt erstmal dann gucken... Das lassen wir auch mal alles da. Ich würde jetzt erstmal gucken, vielleicht noch einen Rucksack finden. Weil wenn wir Rucksäcke finden, erhöht das halt unseren Slotwert. Also wir können dann mehr, wir können mehr tragen. Sonst Federn. Ja, das ist mit den Blättern ist halt doof. Federn. Für einen Schlafsack. Oder ein Hütchen. Wir folgen einfach mal der Straße hier. Die Hauptstraße würde ich jetzt nicht folgen wollen, weil da sind definitiv wahrscheinlich auch irgendwo diese Banditen. Am See wäre halt geil. Da ist irgendwas. Am See wäre richtig schön. Aber leider sieht es auch federtechnisch eher mau aus. Zumindest jetzt hier klar eine Blaubeere, finde ich. Blaubeeren könnten wir essen. Übrigens, wenn ich tapfer gewohnt bin, eat. Okay, wie lange brauche ich denn, um Blaubeere zu essen? Na, guck mal, das ist, was ist das denn? Das sieht so nach Ramsch. Das ist jetzt aber... Oh. Oh, die würde ich... Kann man die... Oh, hier beim Feuer. Das müsste aber eine Hütte sein, die ich einnehmen kann, oder? Das ist das Symbol zum Einnehmen. Die würde ich nehmen. Müssen wir mal gucken, dass da keiner drin ist. Geil. Da ist keiner drin, oder? Okay, wir haben, glaube ich, unser Häuslein gefunden. Die Fenster sind etwas... Ach, guck mal hier. Barrikade, Nägel bräuchte ich dafür. Dann könnte ich es hier verbarrikadieren. Wir nehmen das schon mal als neues Gebäude ein. Floor F1. No room selected. Okay. Hä? Na dann. Hä? Okay. Zur aktiven Basis. Das ist meins. Geil. Das ist doch mal... Und hier, wir haben einen Schrank. Sehr schön. Dann muss ich ganzes Zeug nur hier hintragen. Oh, das hat ein zweites Stock, oder? Okay, hier haben wir doch... Hier haben wir zumindest mal Platz ein bisschen. Auch wenn es nicht viel Platz ist, aber ein bisschen immerhin. Ein Messer. Geil. Move. Koffer kann man später auf Autos beispielsweise laden. Und kann dann... Schon mal in die Ecke hier stellen. Und kann dann damit auch ja, durch die Gegend fahren. Die fallen nicht vom Auto runter. Oh shit. Das ist die Tange, oder? Oh. Ich glaube, das ist die Tankstelle. Okay, das mit dem Bären. Das ist nur ein Bug. Okay. Keine Ahnung, was das hier soll, aber gut. Ich glaube, da ist der... Also... Okay, wir haben jetzt halt eine Hütte neben einem Bären gesucht. Ich würde mit dem Bär kämpfen, wenn ich eine Waffe habe. Also Schrotflinte mit Munition. Bär, komm her. Mit einer Axt. Ungünstig. Nicht freiwillig zumindest. So, wir brauchen noch Federn. Beziehungsweise, ich habe vielleicht... Also, wir haben einen Hammer und alles. Ich sollte genug Komponenten haben. Können wir das hier zerstören? Guck mal, das Auto können wir jetzt tatsächlich zerlegen mit der Axt. Allerdings wird die Axt... verliert halt auch Haltbarkeit. Die geht auch irgendwann leider kaputt. Das ist... Also, das heißt, hier ist die Hauptstraße und das ist tatsächlich... Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, es sah wie Wasser aus. Ist kein Wasser. Wir gucken mal ganz kurz. Das ist aber die Tankstelle. Ich habe die Befürchtung, dass das hier die Tankstelle ist. Rehe gibt es hier. Bin mal gespannt, ob es die mittlerweile gibt. Dem Stand, wo ich bin, gab es die noch nicht. Ab und zu bewegt sich mal so ein Frame irgendwo ganz hinten. Das ist die Tankstelle, ja. Das ist die Tankstelle. Scheiße. Ah, Kacke. Das heißt hier... Ah, da vorne müsste irgendwo der Bär rumspringen. Ich sehe ihn zwar gerade nicht, aber das ist die Tankstelle. Und da hinten ist das Motel. Okay. Das heißt, die Stelle sollten wir erstmal meiden, auf jeden Fall. Da unten sind aber auch noch... Also, das ist halt die Hauptstraße. Hier sind 2 Millionen Häuser, die wir looten können.
Federn bräuchte ich. Beziehungsweise wir können auch ein richtiges Bett craften, glaube ich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo in irgendeinen reinstolpern, in so ein Banditenlager oder sowas aus Versehen. Die haben auch Sniper-Türme oder haben zumindest mal auch Sniper im Einsatz, wo man auch ein bisschen aufpassen muss. Hier wäre ein Auto. Denn, ich glaube, wir können mich one-shotten. Tactical Clothes. Und was haben wir hier? Uzi. Ah. Temporäre Schmerz, weniger Schmerzen. Oder keine Schmerzen. So, hier kann man dann beispielsweise den Koffer einfach reinlegen, wenn man so ein Auto fahrbereit hat. Können auch mal, so sieht tatsächlich eigentlich immer mal unter den Motorhauben zu gucken, ob da noch Zündkerzen drin sind und so weiter. Ich würde das mal gerne reingucken wollen, ob da... eine Garage. Wow, was ist denn da alles drin? Ich habe jetzt keinen gesehen. Vielleicht bin ich tot. Oh, man hört's. Ah, okay. Man hört's auch. Yes! Das müsste Schrot... 9mm und Schrotflintenmuni, oder? Ja, 3 Schuss. Das ist besser wie nix. Okay, 3 Schuss. Ich weiß nicht, ob die 3 Schuss im Realleben würden die für einen Bären reichen, die 3 Schuss. Ich weiß nicht, ob die hier reichen. Ach du Scheiße. Okay. Oh, Heimerchen. Okay, wir werden, glaube ich, gleich mal... Okay, die unterste geht nicht auf. Nähzeug, okay. So was, wir nehmen die Box hier mit. Hammer, Hammer, Hammer. Bandage, das hier, das hier, das hier. Wir tragen die Kiste jetzt dann erstmal zu uns nach Hause. 4 Munition nochmal, sehr schön. Woo! Rifle Ammo. Nett. Brauche ich mal noch ein Gewehr. Sehr schön, Tücher. Haben wir jetzt alles, ja, oder? Ja. Farben. Ich würde gerne mal... Diese Farbdosen, das ist... Ganz ehrlich, Phasmophobia. Einwandfrei Phasmophobia gerade. Okay. Krass. Okay, sonst liegt hier nichts weiter. Bedeutet, move. Da wir keine Kisten bauen können... Oh. Oh, oh. Nebel. Oh, oh. Das schaffen wir. Doch, das schaffen wir. Hier ist meine Hütte. Nebel. Shit, wir haben den ersten Nebel. Das ist ja Tag 1. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Abstellen. Nebel. Also der Nebel dauert eine gewisse Weile. Dann kommen die Untoten. Kann ich hier irgendwie... Okay, wir können uns gleich mal mit dem ganzen Crafting-Menü-Zeug und alles auseinandersetzen. Oha. Nebel. Okay, Aufnahme ist bereits... Oh Gott, ich nehme schon ewig... Das wird eine lange Folge. Okay, wir warten noch, bis die Kreaturen kommen, dann beende ich die Folge, während ich das hier während ich den Nebel aussitze. Ich glaube, es kommt eine Art Musik, wenn der Nebel ganz einsetzt. Also war dann eine gewisse Zeit, sich vor den Nebel noch zu verstecken. Ach, guck mal, wir können den hier moven. Wir können den vor ein Dings setzen. Vor ein Fenster setzen, oder? Guck mal, das Fenster wäre verbarrikadiert. Das müssen wir jetzt nur mit allen machen, leider. Okay, der ist leer. Hier haben wir definitiv mehr Platz. Loot all. Oh, es hat jetzt 2 Minuten gedauert. Das ist übrigens schlecht. Okay, packen wir erstmal hier rein. Ein Hammer. Die Bandage lassen wir mal da. Scheiße, ich wollte eigentlich mein Zeug noch holen. Wie sieht's aus? Nahrung, Durst? Ja, geht auch. Wir haben Nahrung tatsächlich. Die Federn können wir schon mal reinpacken. Das. Ich würde tatsächlich mal so machen. Habe ich 2 Bandagen? Ah, nee, das ist mein Inventar. Das ist mein Inventar. Ich wollte sagen, wo ich die Bandage her? Ne, 2 Bandagen haben wir nicht. Wir haben diese Tactical Clothes. Können wir mal kurz gucken. Wir haben die hier, die bringen... Macht das einen Unterschied? Tactical Clothes in schwarz. Oh, komm, dann ziehen wir die schwarzen an.
Tolerably strong. Ist das immer noch nicht der Endnebel? Also durch den Nebel, wenn wir im Nebel sind. Shit. Ja, es ist der Nebel. Okay. Okay. Wenn wir im Nebel sind, haben wir das Problem, dass die Untoten durch den Nebel laufen. Und ja, wir das. Mal in die Ecke. Haben wir das Problem. Ja, draußen wären wir jetzt tot. Also man muss dann immer irgendwo rein am besten, weil sonst, da kommen halt, also es ist nicht nur einer, wir haben jetzt einen gerade gesehen. Da kommen allerdings halt ganz viele im Nebel. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Okay, Tactical Close. Können wir die eigentlich nochmal, würde das gerne umziehen? Genau, schwarz. Wir ziehen lieber die schwarzen an. Hat das Geräusche? Wenn es quietscht, ja. Soll das lassen. Okay. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde mich jetzt nicht mehr bewegen. Werde nichts tun. Werde die Aufnahme an der Stelle beenden. Vielen Dank für die erste Folge bei Mist. Die nächsten Folgen werden ein bisschen kürzer gehen. Eher so 30-Minuten-Folgen habe ich eigentlich vor zu machen. Nicht so 46-Minuten-Folgen so wie diese, sondern ein bisschen kürzer. Gerne ein Gefällt mir da lassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, die erste, wir spielen dann hier dementsprechend weiter. Wir haben erstmal eine Hütte gefunden, da werden wir erstmal bleiben. Und ja, gerne mal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, wenn was rauskommt. Gerne mal bei einem Livestream vorbeigucken, hier nochmal die anderen Let's Plays auf meinem YouTube-Kanal angucken. Und ja, bis die Tage. Ciao, ciao. Macht es gut.